Russland hat am Samstag seine Offensive im Donbass im Osten der Ukraine verstärkt. Hier Bilder aus der Region Donetsk. Schwere Kämpfe meldete die Ukraine außerdem aus dem Bezirk Luhansk. Das ukrainische Militär erklärte, 9 Vorstöße seien abgewehrt worden. Dabei sollen innerhalb von 24 Stunden mehrere Panzer sowie gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden sein. Am Samstagabend sollen demnach an mehreren verschiedenen Orten die Gefechte angehalten haben. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig verifiziert werden. Nach ukrainischer Aussage setzte die russische Armee an der gesamten Frontlinie im Donbass Flugzeuge, Artillerie, Panzer, Raketen, Mörser und Marschflugkörper für Angriffe auf öffentliche Infrastruktur und Wohngebiete ein. Dabei seien im Bezirk Donetsk mindestens 7 Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat in der Nacht weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. Darüber habe er auch mit Italiens Regierungschef Mario Draghi gesprochen. Nach dem Telefonat unterstrich Selenskyj zudem die Notwendigkeit, dass die Blockade der ukrainischen Seehäfen aufgehoben werde. Die Situation im Donbass im Osten des Landes bezeichnete der ukrainische Präsident als äußerst schwierig. Привести им ліки, привести